Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir heute auf große Anfrage der AfD über vermeintliche Hetzjagden in Chemnitz diskutieren, dann zeigt das vor allem eines: Sie haben vor allem ein Interesse am Landtagswahlkampf in Sachsen, aber nicht an Sacharbeit in diesem Parlament, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Und dass Sie kein großes Interesse an Sacharbeit haben, zeigt auch schon die Qualität der Großen Anfrage. Sie wundern sich und beschweren sich hier im Parlament, dass die Bundesregierung Ihnen nicht das geantwortet hat, was Sie gerne als Antwort gesehen hätten. Ja, da sollten Sie vielleicht mal darüber nachdenken, wie denn die Qualität Ihrer Anfrage war. Ich sage Ihnen nur eins: Sie können nicht mit einem Tretroller beim Formel-1-Rennen antreten und dann erwarten, als Erster über die Ziellinie zu kommen. Da müssen Sie schon besser Ihre Arbeit machen. Und ich will die Debatte jetzt nicht weiter führen, indem ich Ihre Narrative bediene, sondern ich will vor allem drei Bemerkungen machen. Zum einen, weil es heute in der Diskussion auch öfter Thema war, ich möchte eingehen auf Hans-Georg Maaßen. Ich möchte etwas sagen zum Umgang mit Desinformationen und zur Spaltung in unserer Gesellschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, ja, Hans-Georg Maaßen ist eine Persönlichkeit, die durchaus kontrovers politisch diskutiert wird. Aber so sehr er auch kontrovers diskutiert wird, will ich Ihnen eins sagen: Er hat es sicherlich nicht nötig, sich von Ihnen vor den Karren spannen zu lassen. Und ich will Ihnen ausdrücklich sagen, Hans-Georg Maaßen ist ein Spitzenjurist, seit Jahrzehnten Mitglied der CDU, und er hat in seiner Arbeit engagiert gekämpft gegen Extremismus, auch gegen Rechtsextremismus, gegen Einflüsse aus dem Ausland und für unsere Verfassung. Und von so einer Truppe wie Ihnen, die in Ihren Reihen in der Partei Einfluss von Russland und klare Abgrenzungen gegenüber dem Rechtsextremismus das nicht hinbekommen, von so jemandem braucht sich Hans-Georg Maaßen nicht vor den Karren spannen lassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ja, Ihre Zwischenrufe zeigen das, wie polarisiert diese Debatte ist. Die einen wollen jetzt hier sich fremde Federn von sachlicher Arbeit anheften. Sie wollen Hans-Georg Maaßen unter Generalverdacht von Extremismus stellen. Und ich kann nur sagen, mit Hans-Georg Maaßen gesprochen ist der richtige Umgang der Debatte. Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten: In seiner Amtszeit als Verfassungsschutzpräsident sagte Hans-Georg Maaßen, wir dürfen Gewalt nicht als Mittel in der politischen Auseinandersetzung akzeptieren, egal mit welcher ideologischen Begründung sie stattfindet. Und das ist die Marschroute für CDU und CSU, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind gegen Extremismus jedweder Form. Und deswegen kann ich nur sagen, hier sollten wir uns alle in der Debatte etwas ehrlich machen. Und ich will vor allem, wenn wir jetzt Monate danach über Chemnitz reflektieren, doch auch noch mal den Blick darauf werfen, wie unser Staat und wie wir in der politischen Debatte auch mit Desinformationen umgehen. Denn ich will offen sagen, als Innenpolitiker macht es mir schon Sorgen, dass ein Video von einer Gruppe Antifa-Zeckenbiss, die durchaus nachrichtendienstlich im Fokus steht, so verbreitet wird. Und das ist dann auch etwas, das wir kritisch hinterfragen müssen. Und das ist das eigentliche Thema, über das wir hier im Parlament eine Debatte brauchen. Und nicht darüber, dass die Bundesregierung in dieser Situation der schlimmen Bilder von Chemnitz durchaus auch richtig reagiert hat, sondern es geht darum, dass wir über Desinformationen reden müssten und es nicht so ausschlachten, wie Sie es hier tun. Und ich sage Ihnen, wenn wir über Desinformationen reden, dann stellen Sie sich doch mal eins vor: Wenn wir in einer Situation sind, wo eine Gruppe wie Antifa-Zeckenbiss so ein Video lanciert, fragen Sie sich mal, was Ihre Freunde aus Russland dann machen können. Da gibt es genug Beispiele, und ich glaube, das wäre ein Thema, das eine sachliche Auseinandersetzung wert wäre und nicht diese Finden, die Sie hier legen, um daraus Profit im Landtagswahlkampf zu schlagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es geht darum, dass wir darüber reden müssen, dass dieser Fall von Chemnitz zuallererst zeigt, wie gespalten unsere Gesellschaft ist. Die einen zeichnen ein Bild von grassierendem, nur um sich greifenden Rechtsextremismus in Chemnitz und vergessen, wie stark die Zivilgesellschaft dort ist, so wie es auch die Abgeordneten vor Ort hier beschrieben haben. Andere sagen, es gibt dort gar keine Ausschreitung. Die Hitlergröße, die extremistischen Ausschreitungen, die haben bei Ihnen dort gar keine Erwähnung gefunden. Und gerade in dieser aufgeheizten Debatte muss man sagen, CDU und CSU stehen ganz klar gegen jede Form von Extremismus und dafür, dass wir uns gemeinsam für unsere Verfassung und unsere Werte einsetzen. Und das ist die Marschroute, die es in dieser Debatte braucht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner der Debatte ist für die Fraktion der SPD der Kollege Martin Rabanus.